Die Ermittlungen der Kriminaloberkommissare Lara Grünberg und Bora Aksu führen die Polizisten in ein Wohnviertel. Die Anwohner erhalten gefälschte Bußgeldbescheide. Ja, wir sind gerade auf dem Weg in die Düsseldorfer Straße in Duisburg. Dort soll ein falscher Blitzer aufgestellt worden sein. Hintergrund ist, dass wir letzte Woche mehrere gefälschte Bußgeldbescheide vorgelegt bekommen haben von Anwohnern aus dieser Straße. Unsere Ermittlungen haben ergeben beim Ordnungsamt bzw. bei der Straßenverkehrsbehörde, dass sie definitiv gefälscht sind. Die Behörde hat diesen Blitzer nicht aufgestellt. Hier, guck mal, hier. Ruf mal Verstärkung. Ruf mal Verstärkung. Egon für 3216 kommen. Egon, ja. Wir brauchen dringend Verstärkung. Düsseldorfer Straße 56. Hey, 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 hey! Was ist denn hier los? Mensch, was liegt? Hey, hey, hey! Wir sind von der Polizei! Wir sind von der Polizei! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig jetzt! Ganz ruhig! Was soll das? Was sind Sie denn? Wir sind von der Polizei! Aufhören jetzt! Ich weiß mich gleich aus! Wer ist das? Das ist mein Sohn. Sagen Sie mir, er soll Ruhe geben. Vorrang hat jetzt für die Kriminalisten, die Mutter und deren Tochter vor den beiden Männern in Sicherheit zu bringen. Doch auch der Angreifer und sein Sohn sind Opfer, wie die Kommissare ermitteln. Du musst ihn mal okay bei Ihnen? Später, aber halt ihn erstmal. Ja? Ist das von eben gerade? Ja, offenbar. Ja? Aber es ist so schlimm. Okay. Den einfach bei euch in den Streifenwagen setzen. Ja. Gehen Sie erstmal zu den Kollegen. Bitte in den Streifenwagen. Ist dir was passiert? Aber Sie. Hat euch jemand gerufen oder was? Ja. Jetzt mal echt, ich bin ja ruhig. Ja, weißt du, was Sie gemacht haben? Ich bin ruhig. Und wenn ja? ich Ihnen Anweisungen gebe, dann befolgen Sie diese Anweisungen. Ja, aber ohne Körperkontakt. Bitte. Ich mache auch keinen Körperkontakt. Hallo, wenn ich Sie so da erwische, ja, und ich weiß ja nicht, was Sie noch hier alles vorhaben. Ich kenne Sie nicht. Ich weiß nicht, was Ihnen auf der Stirn geschrieben steht. Ich habe dich auch nicht gekannt. Also bitte schön. Brauchen wir die Handfeste oder brauchen wir sie nicht? Was brauchen wir? Brauchen wir die Handfeste oder brauchen wir sie nicht? Brauchen wir nicht. Ich habe ja auch nichts gemacht. Ja. Ist gut, ich komme runter. Das ist der Scheißstrafe. Das ist jetzt der vierte. Und das ist, ich habe zwei gekriegt, mein Sohn hat zwei gekriegt. Und der ist gefaked. Ich habe ein Bild gemacht. Hier, das Ding kannst du dir einen Arsch mit abwischen. Entschuldigung. Das ist das, was wir haben, oder? Hier, ich habe es geknipst. Pass auf. Moment, wo ist die Scheiße? Ja. Das ist ein Fake. Und dann guck mal da drauf, das kommt überhaupt nicht von der Stadt Duisburg. Gut, sagen Sie mir erstmal Ihren Namen. Das sind 600 Euro schon. Sagen Sie mir jetzt erstmal Ihren Namen. Wesner. Wie heißen Sie? Jürgen Wesener. Haben Sie einen Ausweis da? Der aufgebrachte Mann, der hat uns einen Bußgeldbescheid ausgehändigt. Der war ziemlich identisch zu diesen Bußgeldbescheiden, die wir schon haben in diesem Verfahren. Und hier in diesen Bußgeldbescheiden sieht man, dass die A gefälscht sind. Die Kontoverbindung stimmt nicht, der Adressat stimmt nicht. Hier ist der Adressat eine Hilfsorganisation für Opfer von Verkehrsunfällen. Und wir haben dies natürlich auch, um sicher zu gehen, nochmal überprüft mit der Stadt Duisburg und der Ordnungsbehörde. Und solche Bußgeldbescheide, die wurden dort nicht verschickt. Die hat das gemacht, die hat den Blitzer aufgestellt. Mein Sohn hat Fahrverbot, ich habe jetzt schon 600 Euro bezahlt und das ist gefaked. Erstmal ist er nicht so schnell gefahren und dann ist das Ding unecht. Und sie hat das gemacht. Aber Sie haben ja kein Fahrverbot, wenn es gefaked ist. Also wie kommen Sie jetzt auf so Ja, aber da guckt das Schreiben doch an, da steht es drin. Und dann, bei dem ersten Mal habe ich es auch gar nicht ernst genommen, habe bezahlt. Guck dir das mal an, die Scheiße. Das geht an keine Stadt, an gar nichts. Sie können trotzdem nicht hier einfach jemanden festhalten. So geht das nicht. Er hat sich hier in der Strafprozessordnung auf das Jedermannsrecht berufen. Jedermannsrecht bedeutet, dass jeder Mann oder Frau einen Straftäter, den er oder sie auf frischer Tat ertappt, festhalten kann, bis die Polizei eingetroffen ist. In diesem Fall hat er versucht, die Dame nicht auf frischer Tat, sondern einfach aufgrund seines Verdachts oder seiner sicheren Vermutung ins Auto zu zerren und zur Polizeibehörde zu bringen. Das ist definitiv hier eine Straftat. Wir haben hier eine Körperverletzung und eine Freiheitsberaubung. Personalien sind notiert. Okay. Ist negativ. Er wohnt dort. Bitte bleiben Sie bereit. Wir werden auf Sie zukommen, ne? Mhm. Weil es kann sein, dass noch eine Strafanzeige folgt. Ja? Jo. Die Beamten wollen den Tathergang von der Geschädigten in Erfahrung bringen. Und vor allem wollen sie wissen, warum der Vater und der Sohn die alleinerziehende Nachbarin überhaupt verdächtigen. Ja, also wir waren auf dem Rückweg, auf dem Heimweg und ich habe sie abgeholt. Und auf einmal aus nichts, ich habe sie eben gerade auch gefragt, aus nichts kamen diese zwei Herren. Ich kenne die auch, die wohnen bei uns in der Straße. Mhm. Und ja, sind richtig auf uns los, also auf mich vor allen Dingen. Und wollten mich in den Wagen zwingen und mich zur Polizei bringen. Ich hätte angeblich irgendwie einen Blitzkasten gebaut. Dabei stimmt das gar nicht. Also gut, ich muss zugeben, ich bin halt sehr in Sorge um mein Kind. Und
habe mich eingesetzt, habe eine Petition gestartet und bei der Stadt dafür Wind gemacht und Wirbel gemacht, dass dort endlich bei uns in der Straße, ich wohne hier gleich rechts ums Eck, endlich mal eine 30-Zone, ein verkehrsberuhigter Bereich gemacht wird, weil hier ist schon einiges passiert. Und ja, jetzt wurde mir hier vorgeworfen, ich hätte angeblich auch noch irgendeinen Blitzkasten gebastelt oder was weiß ich und würde Bußgeldbescheide schicken. Auf die Kripo-Beamten macht die Mutter einen glaubwürdigen Eindruck. Sie ermitteln, dass die Alleinerziehende auch von weiteren Nachbarn verdächtigt wird, die Blitze aufzustellen. Ihr wird sogar gedroht und ihre Tochter ausgegrenzt. Vermutlich könnte die Mutter erneuten Angriffen ausgesetzt sein, solange der wahre Täter nicht gefasst ist. Wir würden uns gerade den Blitzer gerade mal anschauen. Möchten Sie uns dahin den vielleicht möchte begleiten? Ich auch mal sehen. Ja? Gerne. Okay. Ja, aber ich bringe Emma vielleicht kurz bei ihrer Oma vorbei, ja? Wenn das okay gut ist. Gut, dann machen Sie das. Ja? Ihren Ausweis bekommen Sie wieder. Der Blitzer steht da vorne an der Straße. Ja. Moment, jetzt sind wir andersrum gefahren. Der steht da vorne an der Straße. Bringen Sie die Kleine ruhig nach Hause, sorgen Sie sich um sie und dann kommen Sie anschließend dahin. Die in Augenscheinnahme des neu aufgestellten Blitzers soll Hinweise auf den Täter liefern. Statt Spuren zu ermitteln, müssen die Polizisten aber eine Randale dreier Männer unter Kontrolle bringen. Oh nee. Da, oh Mann, schon wieder die zwei. Oh, ruf mal die Kollegen gerade. Hier, Kollegen. Hey! Polizei, runter damit! Hey! Hey! Hallo! Hallo! Polizei, runter! Runter! Hier, was soll das? Arm raus! Ja, scheiße! Hände raus! Mann, den Arm Hände raus! Hände raus! Was soll das? Bitte in die Kette! Unten bleiben! Was soll der Scheiße, ey? Unten bleiben! Noch ist unklar, wer der dritte Mann ist. Vor dessen Befragung macht Bora Aksu Vater und Sohn eine klare Ansage. Wir haben sie doch gerade nach Hause geschickt. Ja. Nach Hause haben Sie nicht gesagt, Sie haben gesagt, ich soll fahren. Wir haben doch eben gerade eine Konfrontation gehabt und jetzt sind Sie hier schon wieder mit involviert. Ja, haben Sie irgendwas damit zu tun oder mit dem jungen Mann? Ich habe damit nichts zu tun, nein. Irgendwie so, mal ganz ehrlich, Sie tauchen jetzt hier wieder auf, das ist schon sehr seltsam, oder? Ich finde es nicht seltsam, ich wollte mal wissen, ob so, schon was Sie beide, ist wir haben jetzt erstmal einen Platzverweis, das heißt, Sie entfernen sich bitte. Im Umkreis von 100 Metern möchte ich Sie bitte nicht mehr sehen. Da die Ermittler die Personalien von Vater und Sohn bereits erfasst haben, können sie gehen. Von der Mutter erfahren die Kriminalisten, dass es sich bei der dritten Person ebenfalls um einen Anwohner handelt. Sie vermuten, dass auch er Bußgeldbescheide erhalten hat. So, wer sind Sie denn? Janik Höf. Janik Höf. Mhm. Und was sollte das eben? Was machen Sie da? Ich kam nach Hause und natürlich hatte ich mal wieder einen Strafzettel drin. Weil wir geblitzt worden. Und ich habe schon zu viel davon drin gehabt und jetzt muss ich meinen Lappen abgeben. Seit wann steht das Scheißteil überhaupt da? Wenn Sie Ihren Führerschein abgeben müssen, dann kommt das von der behördlichen Stelle. Und dann verstehe ich sowieso nicht, dass Sie, reagieren Sie jedes Mal so, wenn Sie Führerschein abgeben müssen? Oder wenn Sie geblitzt werden? Ist das Ihre ganz normale Umgangsform? Die letzten Male habe ich mich so gesehen an Straßenverkehr habe ich mich daran gehalten, weil ich mich eingesehen habe, wenn ich jetzt noch was kriege, dann muss ich meinen Lappen abgeben und das ist mir für meinen Job viel zu wichtig. Der junge Mann wird zunächst im Streifenwagen festgesetzt. Bei der Sicherstellung des gefälschten Blitzers entdeckt Kriminaloberkommissar Bora Aksu ein neues, technisches Detail an der Anlage. Und das wird ihre Ermittlungen deutlich voranbringen. Pass mal auf. Ich nehme das mal mit, ich gehe mal ganz kurz rüber. Ich will das mal kurz ein bisschen auswerten. Mhm. Die Technik, die wir hier vorgefunden haben, das war ziemlich einfallsreich, möchte ich mal dazu sagen. Wir haben hier eine kleine Digitalkamera. Und ein Verstärker fürs WLAN-Netz, also quasi ein Repeater nennt man das. Und der macht lediglich nur Bilder. Hier werden keine Geschwindigkeiten gemessen, hier werden auch keine Standbilder erzeugt, sondern der nimmt Videos auf und aus diesen Videos heraus werden dann entsprechende Standbilder erzeugt. Die werden dann quasi in diesen Fake-Bußgeldbescheide eingepflegt und verschickt. Hey Lara, pass mal auf jetzt. Wir haben hier eine kleine Minikamera. Mhm. Diese Kamera, die wurde dort installiert. Siehst du hier diese Klebepunkte? Mhm. Ist mit einem Heißluftkleber hier wohl fixiert worden, an diesen provisorischen Blitzer. Mhm. Und der ist angeschlossen an so einen Minicomputer. Mhm. Über diesen Minicomputer wird über so einen Signalverstärker fürs WLAN eine Verbindung aufgebaut zu einem anderen WLAN-Router. Das heißt, das muss ich irgendwo hier in dem Nahgebiet, beziehungsweise hier in dem näheren Umfeld, muss ich das aufhalten. Okay. Ich habe diesen Computer gerade ausgelesen und habe festgestellt, dass der eine Verbindung aufgebaut hat zu diesem WLAN 932171. Mhm. Siehst du den? Ja. Ich habe hier gerade nur einen Balken empfangen. Aber mit so einem Verstärker
ist der Empfang verbessert auf jeden Fall. Mhm. Aber es kann nicht so weit sein. Das heißt, wir können mit dem Handy jetzt vielleicht mal gucken, wenn das Signal verstärkt wird. Richtig. Also wir könnten versuchen, jetzt mit dem Handy herumzuspazieren und gucken, wo sich das Signal ein bisschen stärker ist. Dann hätten wir schon mal den Umkreis ein bisschen schmaler gehalten. Ja. Die Ermittler vermuten, dass ein persönliches Motiv hinter der Straftat steckt. Immerhin bereichert sich der Täter nicht an den Bußgeldern, sondern lässt sie einer Hilfsorganisation für Unfallopfer zukommen. Das Signal führt sie zu einem jungen Mann. Guten Tag. Ja. Sind von der Kriminalpolizei. Duisburg. Wohnen Sie hier? Ja. Ja? Wohnen Sie hier alleine oder? Nee. Sondern? Meiner Mutter und mein Bruder. Ja. Ist denn Ihre Mutter zu sprechen? Wir würden ihr gerne ein paar Fragen stellen. Ja, ist aber gerade beschäftigt, also ich weiß nicht. Ist ja nicht sagen. Sie können uns ja gerne mal ankündigen. Sven Borchert. Ja. Wie bitte noch? Sven Borchert. Sven Borchert. Fragen Sie mal die Mama, ob sie Zeit hat gerade. Mama, pack den Scheiß weg, die Hunde sind da! Oh, oh. Hey, Sie bleiben genau da! Sie bleiben dort stehen! Was machen Sie? Mach das weg, Mama! Wollt ihr an den Rechner gerade? Okay. Was sollte das? Auf Kopf, ganz ruhig. Wir sind von der Polizei. Offenbar hat der junge Mann die Bußgeldbescheide verschickt. Für die Polizisten ist noch unklar, inwieweit seine Mutter an der Straftat beteiligt ist und vor allem, warum die Verdächtigen solch eine Straftat begehen. Guck mal, was hier rumliegt. Ja, alles klar. Bingo. So. Also ganz ehrlich, Sie wissen schon, um was es geht jetzt, ne? Sollen wir jetzt noch mal sagen, worum es geht, oder möchten Sie gleich sagen, was das Ganze hier soll? Also verarschen können Sie jemand anderen. Was ist hier los? Briefumschläge, Drucker, hier ganz frisch ausgedruckt. Was ist hier los? Ich meine, du brauchst nichts sagen, alles wird gut. Ja, Sie brauchen wirklich nichts sagen. Sie sind beide beschuldigt in einem Strafverfahren nämlich. Wir haben hier in diesem Fall natürlich selbst die Beweissicherung durchgeführt. Das heißt, wir haben Lichtbilder geschossen von allen Beweismitteln. Wir haben die Sachen selbst sichergestellt. Natürlich dienen die dazu, das Ermittlungsverfahren gegen dann die tatsächlichen Täter zu bekräftigen. Ja, mit Dustin. Wie bitte? Der wurde vor ein paar Wochen hier mit dem Auto angefahren, auf dem Weg zur Schule morgens. Wer ist denn Dustin? Das ist mein jüngerer Sohn. Er lag jetzt wochenlang im Krankenhaus, er ist letzte Woche erst in die Reha entlassen worden. Wie lange die Heilung dauert, wir wissen es nicht. Ich wollte doch nicht, dass noch mehr Kindern sowas passiert. Dann hatten Sie was für eine Idee? Naja, nachdem die 30er-Zone hier eingeführt worden ist, und das hilft alles nichts. Die Leute rasen immer noch hier rum, ohne Rücksicht, dass sie jemanden verletzen könnten. Die machen sich überhaupt gar keine Gedanken, was alles passieren kann. Wie viel mein Sohn hätte tot sein können. Und ich wollte auch nicht, dass sowas nochmal passiert oder ihm passiert. Und dann haben sie sich gedacht, sie stellen da einen Blitzer auf. Naja. Wie haben sie denn das gemacht? Ich bin halt Schweißerin und den habe ich in meiner Garage hergestellt. Ja, von der Mutter können wir jetzt auf jeden Fall sagen, dass sie sich hier strafrechtlich in Sachen Betrug schuldig gemacht hat. Sie hat hier die Urkundenfälschung auf jeden Fall und auch die Anstiftung zu einer Straftat. Inwiefern der Sohn da drin verwickelt ist, was schätzt du, Lara? Ich denke, das ergibt sich dann aus der Vernehmung. Da sind die ganzen Tatbestandsmerkmale noch mehr herauszuarbeiten. Und es wird so vielleicht ausgehen, dass beide, ich sag mal, als Täter angesehen werden und die Mutter dann die höhere Strafe vielleicht dafür kassiert. Wir nehmen jetzt die Herrschaft mit auf die Wache. Wir würden Sie gerne trotzdem noch mal dazu befragen. Allerdings ist das jetzt eher wichtiger. Und wir würden uns bei Ihnen melden. Wir haben Ihre Telefonnummer. Mutter und Sohn erwartet eine Anzeige wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Der dritte Randalierer wird nicht belangt. Der Sohn und sein Vater müssen aber mit Anzeigen wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung an der geschädigten Mutter und ihrer Tochter rechnen. Die Nachbarn entschuldigen sich bei der Alleinerziehenden für ihren anfänglichen Verdacht.